Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zum neuen Video. Wie ihr seht, wir sind am Ladewagen fahren. Probieren mal den Class davor aus. Ich weiß noch nicht, was ich noch für einen Trecker dazu nehme. Also wir brauchen noch einen großen Trecker hier. So ist das noch nicht so das Wahre vom Ei. Die Luzerne, die habe ich schon weggefahren. Die ist im Fermenter. So, jetzt kommt aber der ganze Hammer immer an der Geschichte. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Also das ist nicht ganz so einfach jetzt hier Heu zu machen, wie man sich das vorstellt. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber das zeige ich euch jetzt. Deswegen habe ich gerade angemacht. Das ist echt kompliziert auf Deutsch gesagt. Wenn man das nicht weiß, dann ist das nicht so schön. Deswegen, ich hatte mich da schon so ein bisschen durchgefuchtelt den ganzen Tag. Also den ganzen Nachmittag. Hab das mal ausprobiert und dann zeige ich euch das jetzt. So, wir haben ja ganz viele verschiedene Fermenter hier, ne? Das ist auch alles schön gut. Den ersten brauchen wir hier. Den Multi-Dryer. So, da kippen wir jetzt den Frischklee rein. So, dann können wir gleich auf die Tafel gucken, während der abgibt. Schön hier rückwärts dran fahren. Kippt die Scheiße aus. So. Wir brauchen jetzt dieses Ding schon, um Kleeheu zu produzieren. Da kippst du jetzt Klee frisch rein. Da kommt Klee trocken raus. Dann holst du den hier schön aus dem Ding da raus. Dann kippst du hier den trockenen Klee rein und kriegst Kleeheu raus. So, wenn du diesen Arbeitsschritt dir sparen willst, sehen wir gleich auf der Wiese. Da habe ich das schon beim Pferdegras vorbereitet, weil ich nämlich die ganze Zeit mich gewundert habe, warum nimmt er hier nichts an? So, Pferdegras, das ist feucht. Feuchtheu, da macht er der Pferdesilage raus. Da in den Kleefermenter kannst du auch nicht so einfach den Klee reinschütten. Also das ist ein System. Ich glaube, wenn man das nicht weiß, da verzweifelt man dran. Ich frage mich so langsam, wie wollen das noch Kinder spielen? Also dieser Realismus ist ja schön und gut, aber hammerhart. Freunde, hammerhart. Wirklich. Das ist echt nicht mehr normal. Dass selbst ein Erwachsener sich da schon so durchfummeln muss. Mir war das zwar im Hinterher, war mir das klar, weil ich das letzte Mal auch erst wenden musste, das Gras, damit ich das überhaupt ins Silo fahren kann. So, wir haben hier 4 Trocknungsstufen beim Gras. Du musst es 4-mal wenden, damit es Heu wird. Also ist das natürlich, deswegen fahre ich es ja im Fermenter, weil wir keine Zeit dafür haben. So, jetzt zeige ich euch das hier, das Spielchen. Seht ihr? Hier seht ihr schon die unterschiedlichen Stufen. Wir steigen hier mal aus. Das ist Pferdegras, ne? Das ist, wenn du es mähst, das kannst du dann in diesen komischen Trockner fahren. So. So sieht es nach der zweiten Wendestufe aus. Es wird heller. Das ist die... nach der ersten Wende. Nach dem ersten Mal wenden. Da seht ihr ja. Ich habe den kleinen wieder genommen. Der ist ja echt ideal für. Aber ich glaube, man sieht es hier noch besser. So, wir können hier schon mal so ein Bildchen. Ne, das passt jetzt nicht. Erstes Mal mähen, frisch. Zweites Mal gewendet, angewölkt. Also, dann das zweite Mal wenden, dass es feuchtes Heu ist, sieht so aus. Das können wir direkt in den Fermenter fahren. So, das können wir dann jetzt hier in den Ladewagen reintun. Also machen wir das auch. Richtig kompliziert, wenn man das nicht weiß. Ich weiß auch nicht, wie Kinder das wirklich noch spielen wollen. Es übersteigt meinen Horizont. Dies, was wir jetzt einladen, ist zweimal schon gewendet. Ich habe den Vorteil, dass ich den kleinen PZ-Wender habe. Seht ihr? Pferdefeuchtheu. Das können wir gleich direkt
drüben in den Pferdefermenter, wo die Pferdesilage rauskommt, reinschmeißen. Das passt dann da direkt rein. Ich sag ja, das ist nicht mal einfach. Also man muss schon ein bisschen überlegen oder sich informieren und nachgucken. Also ich glaube, wenn ich nicht aus der Landwirtschaft kommen würde, ich würde daran verzweifeln, wenn ich das nicht gelernt hätte. Und hier muss ich selbst immer erst probieren. Deswegen kann man das gar nicht immer alles so zeigen. Also das ist echt schon krass, ne? Das ist nicht mehr sonst wie mähen, wenden, fertig. Hier musst du schon Köpfchen einschalten. Und bis du das viermal gewendet hast, okay, du brauchst jetzt natürlich nicht auf die Zeiten warten. Also, wenn du da mit dem Wender drüber fährst, dann ändert sich die Stufe. Aber trotzdem, wende die Wiese hier viermal, dann schwart die nochmal, dass du die pressen kannst. Dann musst du sie noch aufladen. Das ist ein Ingame-Tag, Leute. Das hier ist kein kleines Stück. So. Nee, du. Voll kompliziert geworden. Willst du nur ein bisschen spielen? Dann wird das richtig kompliziert. So. Leute, Leute, Leute. Welcome, welcome in the reality. Hammert. Oh, ich muss gleich noch ein Bild machen, ne? Darf ich nicht vergessen. Opfer zum Pferdesilage-Fermenter, ne? Mann, 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 Mann. Also die Luzerne, die kannst du frisch direkt in den Fermenter fahren. Ja? Wir haben ja auch diesen Multi-Fermenter da. Die kannst du direkt frisch reinfahren. Aber jetzt Gras? Nö. Ich glaube, Ackergras musst du dann bestimmt auch jetzt mal zweimal wenden oder mindestens einmal, bevor du das hier reinschmeißen kannst. Seht ihr? Jetzt fahren wir an den Silagefermenter. Das können wir jetzt direkt da reinfahren. So, man sieht das so schlecht. Auch mal einen Rückwärtsgang rein, dass wir da vernünftig drankommen. So, das passt. Seht ihr? Pferdefeucht Heu geht hier rein. Das ist jetzt in der zweiten Stufe. Da. Pferdegras feucht. Feuchtheu. Das kannst du hier reinmachen, das wird dann Pferdesilage. Hast du Pferdegras frisch, muss das erst hier rein. Also direkt nach Mähen kannst du es hier reinmachen, dann kriegst du trockenes Pferdegras. Das trockene Pferdegras kannst du dann da entnehmen. Du kannst das hier reinfahren, damit du Pferdesilage kriegst. Ja Leute, setz live. Und mit dem Klee ist das genauso. Wenn der Klee feucht ist, kommt er erst da hinten rein. Kommt er hier rein. Ja, Klee frisch, dann wird Klee trocken. Klee trocken. Können wir dann, oh, wenn ich laufen kann, hier hin vorn, kippen das hier rein und dann kriegen wir Klee Heu raus. Ja, Leute, das soll mal einer verstehen, aber du kannst das wahrscheinlich auch hier rausnehmen, kippst es da wieder rein, dann kommt es direkt raus. Habt ihr es verstanden? Habt ihr noch Fragen? Also Fragen bitte nicht an mich wenden, ne? Guckt euch das Video ein paar Mal an. Vielleicht kapiert es dann. Es ist echt nicht einfach, also ganz ehrlich. Oh, wir müssen noch ein Bildchen machen, das machen wir eben. Kann man das von hier oben so groß machen? Ne, das kriegt zu viel MB, ne? Machen wir mal so, vielleicht kriege ich das drauf. Druck. Ich weiß es nicht, die Fotos werden sonst wieder zu groß und dann kannst du die wieder nicht hochladen. Oh, falschen Gang drin. So, Abfahrt, ne? Also, nicht so einfach. Also, ihr müsst echt gut überlegen, wie ihr das macht. Deswegen fahre ich jetzt den Klee da rein
Und das Pferdeheu, das rundum lasse ich und das andere mähe ich und schmeiße das da in den anderen Fermenter, weil mir die Zeit fehlt. Hier soll es nachher wieder regnen, bis ich die ganzen Ecken gemäht habe und im Ladewagen runtergejuckelt habe. Schaffe ich gar nicht zeitlich hier. Und die nächsten Tage ist auch nur Regen hier angesagt. Deswegen ist es ein bisschen kompliziert. So, ich müsste hier mal den Mist wegräumen, ne? So, ich war hier irgendwo da hinten, ne? Ne, da war ich. Weiß schon selbst nicht mehr, wo ich war. Bisschen mehr Drehzahl. Abfahrt. Klefrisch. Ah, Leute, Leute, Leute. Das kann mir doch keiner mehr erzählen, dass das nur noch ein Spiel ist. Oder? Versteht ihr das alle noch? Das würde mich auch mal interessieren. Ob ihr das verstanden habt. Bevor du, sagen wir mal so, wenn du es mit dem Heuwender machst, ne? Bevor du das schwaden kannst, musst du viermal mit dem Wender durchfahren, ne? Selbst wenn du Silageballen pressen willst, musst du es zweimal mit dem Wender drüber fahren, ne? Also nix mehr hier mähen und dann Silageballen. Das ist vorbei. Aber choppt. Auch wenn es kompliziert ist. Es ist doch was anderes. Oder was meint ihr, Leute? Oh, wir waren gar nicht heute so viel in der Außenansicht. Wir fahren ja fast nur noch Innenansicht. Das geht ja gar nicht. Aber diesen Glas, der gefällt mir nicht, bin ich ganz ehrlich. Der Ton, also der Sound ist nicht so schön und, oh, weiß nicht. Ist nicht mein Ding. Mach ja von innen gut gemacht sein, aber das ist nicht mein Trecker. Auch wenn es ein Renault-Nachfolger ist und ich auf Renault mit groß geworden bin. Nee, lass mal. Ist nicht so mein Trecker. Das Einzige, was ich bei Klaas cool finde, ist Ben. Kennt ihr die Werbung mit Ben? Die Klaas-Werbung? Die ist total genial. Die müsst ihr euch mal reinziehen. Da macht er mit dem Häcksler Currywurst. Das ist cool. So, hier drüber gebraten. Das kann in dem BGA. Oder muss ich auch nur hinfahren? Wir brauchen ja Gärreste. Abfahrt! So, Freunde, ich glaube, das Video ist aber auch lang genug, ne? Wenn noch Fragen sind, könnt ihr gerne auf Discord fragen. Wer es verstanden hat oder nicht verstanden hat, muss er mal ab und zu zurückspulen. Ich sag dann aber trotzdem erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann macht den Daumen runter. Aber däumelt bitte, liebe Leute. Und wer nichts mehr verpassen wollt, der kann den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.